Ich grüße euch sehr geehrte Zuschauer. Mein Name ist Eugen Minz. Ich bin seit 10 Jahren Yogalehrer und habe meine eigene Yogaschule gegründet. In diesem Video möchte ich euch über eine einzigartige, aber auch einfache Atemtechnik erzählen, die Surya Bhedana Pranayama. Im Yoga gibt es den großen Fachbereich Atemübungen, die man in Sanskrit als Pranayama bezeichnet. Es sind verschiedenste Atemtechniken, die die unterschiedlichsten Ziele verfolgen. Die heutige Technik, bei der geht es um das Ein- und das Ausatmen durch eine Nasenöffnung. Wie man verstehen muss, ist jede Nasenöffnung mit einem anderen Energiekanal verbunden, beziehungsweise haben wir, so steht es in den esoterischen Yogaschriften, einen Sonnenkanal, den Kanal von Surya, die Pingala, und wir haben den Mondkanal, den Ida. Der Mondkanal wird immer oder meistens als weiß gezeichnet. Es ist der Kanal, der für unsere psychische Tätigkeit zuständig ist und für den Parasympathikus. Also ist eher der beruhigende Kanal oder für die beruhigende Wirkung zuständig, für die entspannende Wirkung zuständig. Der Pingala-Kanal, der mit der Sonne verbunden ist, ist auch mit dem Sympathikus verbunden, ist praktisch der aktivierende, der aufwärmende Energiekanal. Und wenn wir praktisch durch die rechte Nasenöffnung einatmen, aktivieren wir den rechten Kanal während des Einatmens, also den Pingala, den Sonnenkanal. Wenn wir durch die linke Nasenöffnung einatmen, aktivieren wir den linken Kanal, also den Mondkanal, der eher beruhigend und passiv wirkt. Es gibt im Yoga zwei Atemtechniken, die Surya Bhedana Pranayama, also Surya abgeleitet von der Sonne, womit rechts eingeatmet, mit links ausgeatmet wird. Und es gibt den Chandra Bhedana Pranayama, womit der linke Nasenöffnung eingeatmet wird und rechts ausgeatmet wird. Die Mondatmung oder Chandra Bhedana Pranayama wird in den klassischen Yogaschriften nicht empfohlen, weil man tatsächlich dadurch psychische Schwierigkeiten bekommen kann, psychische Probleme bekommen kann. Das heißt, wenn wir die psychische Seite zu sehr aktivieren, werden wir zu introvertiert, können irgendwelche seltsamen, für uns ungewohnten Gedankenmuster, Gedankenbilder verfallen. Das kann sogar auch zu Depressionen führen, zu einem gewissen Rückzug führen. Solche Techniken werden nur professionellen Yoga-Lehrern empfohlen, beziehungsweise sehr ja, kompetenten Yoga-Praktikern, die schon viele, viele Jahre Erfahrungspraxis haben, die sich sehr gut mit ihrer eigenen Psyche auskennen und die tatsächlich wissen, was sie tun, die das Ganze als ein Werkzeug verwenden. Für euch alle würde ich die Surya Bhedana Pranayama empfehlen, die Sonnenatmung. Das ist eine aktivierende, erheiternde Atemübung, die dann gegen Depressionen hilft, die den Körper aufbaut, aktiv macht. Und was sehr wichtig ist, mit den Energien, mit dem Aspekt der Sonne verbindet, was bei uns leider sehr, sehr vernachlässigt wird. In den letzten Jahrhunderten sogar, also aus meiner esoterischen Sicht heraus, also bei uns in Europa. Zur Ausführung dieser Technik ist Folgendes zu sagen. Um so zu atmen, kontrollieren wir den Atem, die Nasenöffnungen mit der rechten Hand, wenn man Rechtshänder ist praktisch. Und man legt die Zeige- und Mittelfinger aufs Augenbrauenzentrum, so bleibt der Daumen und der Ringfinger zum Kontrollieren der Atmung. Also der Daumen öffnet und schließt die rechte Nasenöffnung, der Ringfinger bei mir in dem Fall öffnet und schließt die linke Nasenöffnung. Und das Surya Bhedana Pranayama geht dann so: Du setzt dich gerade hin, kannst es allerdings auch auf einem Stuhl machen, im Schneidersitz, auf einem Sitzkissen, auf einer Decke, auf jeder Unterlage, so dass du bequem 10-15 Minuten sitzen kannst. Okay? Und die andere Hand, das ist auch dir überlassen, kannst du auf das Knie legen. Hier in der Mitte und dann startest du praktisch, schließt die linke Seite, atmest rechts ein, so tief wie es geht, so voll wie es geht
Schließt die rechte Seite, öffnest die linke, atmest links aus. Schließt beide, atmest rechts ein. Schließt die rechte Seite, atmest links aus. Beide schließen, rechts ein. Schließe links aus. Und so atmest du 10-15 Minuten lang, wenn du die Zeit hast, am Morgen vor der Arbeit, vor deiner beruflichen Tätigkeit, vor der Schule und so weiter, mittags und zum Abend hin. Allerdings kurz vorm Schlafengehen wird diese Atemübung nicht empfohlen, weil sie ja tatsächlich anregend wirkt und aktivierend wirkt, dass man praktisch auch gut in den Schlaf reinkommt und sich nicht zusätzlich ein bisschen aufwühlt und zu aktiv wird durch diese Atemübung. Für die Profis unter euch, für die Erfahrenen, man kann das natürlich ein bisschen erweitern, erschweren sozusagen, mehr Effekt daraus holen, wenn du nach dem Einatmen die Luft anhältst, solange wie du kannst. Dann ausatmest, schließt. Hier kannst du auch ein kurzes Luft anhalten, einbauen. Allerdings ist es effektiver, eingeatmet die Luft anzuhalten. Wie gesagt, rechts ein, solange wie du kannst halten, links, so langsam wie es geht, ausatmen. Also immer so langsam wie es geht atmen und so voll mit dem ganzen Lungenvolumen atmen. Dass das alles so maximal effektiv wird. Das war's dann auch schon für heute. Mit dieser einfachen Anleitung kannst du bereits starten, kannst deine ersten Erfahrungen sammeln und du kannst natürlich, wenn du Fragen hast, sie mir in den Kommentaren stellen bzw. uns deine Erfahrung in diesen Kommentaren mitteilen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.